Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Meuchelmord-Freunde. Und wir spielen eine weitere Folge Assassin's Creed Nations. Das wird der zweite Teil von der Ausbau von der Assassinen-Gilde. Das ist der Filter im bestimmten Waffen. Ja. Okay, ich hoffe, das geht jetzt besser. Okay. Halleluja. Könnten eigentlich einen richtigen Schwung jetzt in die Städte bringen. Die Meisterassassinen bleiben da, nördlicher. Meister des Galata-Bezirks bleibt hier, der sammelt keine EP mehr. Der sammelt auch keine EP mehr. Die beiden bleiben natürlich da. Fünfter Rang ist voll. Der muss noch sammeln, der muss auch noch sammeln. Die sammeln, wie gesagt, auch alle noch. Ja, normalerweise ist hier ab 15.500 ist Schluss. Also mehr können sie nicht sammeln. Auch die hier nicht. Ich würde jetzt gerne die hier, also den wegschicken. Vierer gleich mit einmal. Ach hier, Assassinenfeste erweitern. Und die haben schon Rang 4. 750 EP. Gibt es ja halt wirklich nur. Die Frage ist wirklich, ob die Missionen irgendwann ein Ende haben. Das wäre halt wirklich interessant zu wissen. Erforderlich hier zum Beispiel. Können wir von der Stadt das Einkommen noch erhöhen? Da ist jetzt 750 EP. Macht diese Stadt jetzt. Die macht 500 EP. Haben wir jetzt auch Stufe 10 schon drin? Der war, glaube ich, in der letzten Folge Stufe 9. Hier. Die beiden. Die hat mir ja neu zugeordnet. Die sind jetzt schon wieder Stufe 6. Also es geht echt schnell. Ehrlich mal sagen. So, da können wir eigentlich jetzt hier... Fünfer zuweisen oder alle beide, genau. User, da gehen nur zwei. Okay. Da müssen wir aber noch die IP erhöhen. Okay. Machen wir erstmal Jair. Einkommen der Stadt. Epic Einkommen der Stadt. Erforderlich. 5000. Da. Ja, und dafür sind dann diese Meisterassassinen da. Die können das dann regeln. Waldeinkommen der Stadt. Hier kriegen wir wieder Geld zusammen. Halt. Madrid ist offen. Rhodes kriegen wir noch nicht. Tripoli, Tunis.
So, Stadt zurückerobern. Genau. Schick mal ihn los. Der war voll. Der braucht noch Idee. Genau, dann schicken wir ihn los. Dann können die die Stadt zurückerobern. Tribulus. Ja, die ganzen, die Stadt wieder aufbauen und das alles. Ah, das kostet halt gerade Zeit, ja. So, Jerusalem. Können wir auch drei. Hier war voll. So, Alexandria war jetzt voll mit Rekruten. Al-Jair war voll. Rusa war voll. Athen. Athen waren. Können wir noch ein. Da nehme ich jetzt hier diesen Neuner. Den nehmen wir jetzt noch mit dazu. Okay, bestätigen. Weg. Damaskus. So, hier können wir auch noch einen. Würde vorschlagen, nehmen wir den 10er. Und den 10er mit dazu. Genua ist noch gar keiner. Dann haben wir erstmal die Städte im Aufbau. Hier können wir jetzt 80% erreichen. Also hier können wir jetzt 80% Assassinenkontrolle erreichen. Wir kriegen 5-mal Schwefel aus der Stadt. So, die sind schon Stufe 7. Der geht auch nach oben. 4 neue Rekruten können wir uns anschaffen. Ich meine, es ist ja im Endeffekt, ist es ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele in die Städte reinpassen. Ja, wenn ich jetzt hier 6 habe, 6 Rekruten immer frei habe und dann eben hier, oder eben, ich weiß jetzt die Aufteilung nicht, ja. Im Normalfall müssten wir uns eigentlich nach der Karte richten. Also im Normalfall müssten wir uns rein theoretisch nach dieser Karte hier richten, die auf F3 liegt. So, da haben wir hier einen Turm. Dann haben wir hier 3, es sind 4. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Es sind insgesamt 7 Meisterassassinen. Ja, 7 Stück, wenn ich jetzt richtig zähle. So, insgesamt haben wir in der Gilde hier in Konstantinopel, können wir insgesamt, das jetzt richtig gezählt habe, insgesamt 12 haben. Das heißt, 7 bleiben, also 7 Meisterassassinen haben wir dann hier in der Stadt. Dann können wir immer 5 Leute dann können wir immer 5 Assassinen dann in Städte schicken. Ja, irgendwann müssen ja die Missionen aufhören. Ja. Ich müsste jetzt. Eigentlich müsste ich es jetzt mal so machen, dass ich das jetzt an Alexandria teste und jetzt einfach nochmal einen Platz. Also ich teste. Ich werde das jetzt so machen. Scheiße. Wir holen ja jetzt sowieso neue Assassinen. So, Mediterraner Verteidigung. Alexandria. Hier haben wir jetzt 3 drin. Assassinenfeste erweitern. So, schicken wir jetzt ihn los. Er reicht aus. Mission starten. 12 Minuten, haben wir einen neuen Platz. Ich will jetzt mal wissen, wie viele da reinpassen. Okay. So, ich, wie gesagt, also ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie viele da reinpassen. Erforderlich.
Geschäftsgelegenheit. Das machen wir natürlich auch noch mit. Dafür haben wir das Geld. Söldnerausbildung. Assassinenkontrolle. Nein, nein. Es gibt nur Assassinenkontrolle. Okay. Einen Händler verteidigen. Ah, hier. Das Einkommen müsste ich eigentlich dann kriegen. Aber ich weiß es nicht, ob ich das jetzt auf die Bank kriege oder ob ich das so kriege. Hier, 150 IP Einkommen. 1500, statt wieder aufbauen. Das machst du. Dafür haben wir nicht das Geld. Hier. Handelswege sichern. Kann er machen. Ja. Danach ist jetzt auch Schluss. Ja, wenn ich jetzt sehe, bei Alexandria 750 EP und 1400 pro Tag, was ich da reinkriege, ist schon nicht schlecht. Und im Endeffekt bleiben die ja da. Also, die Assassinen bleiben im Endeffekt jetzt in den Städten. Die hole ich nicht wieder raus oder sonst irgendwas. Wenn die dann alle Stufe 10 sind, sind sie halt alle Stufe 10. Ja. Vielleicht hätte ich hier... Moment mal. Ja, haben wir... Zum Beispiel im Bogenschütze. Moment. Zurückrufen. Rufen wir den mal kurz zurück. R-Taste bestätigen. Alexandria. Jetzt haben wir hier. Moment. Vielleicht die Leute nochmal zurückrufen. Da können wir hier vielleicht tauschen. So. Da haben wir erstmal von jedem einen drinnen. Ja, wie ich das jetzt sehe. So, der kann eine Armbrust machen, der hat schwere Waffen, der hat einen Dolch. Also, der hat einen Dolch, der hat schwere Waffen, der hat eine Armbrust. So, das bestätigen wir jetzt erstmal. So, hier. Da bräuchten wir jetzt hier einen in der Stadt mit Dolch. Das wäre... Ach, da gibt es noch eine Stufe. Versteckte Klinge. Dass man so in den Städten so ein bisschen verteilt hat. Aber das wissen wir ja vorher nicht. Im Endeffekt ist es auch bestimmt egal. Wie gesagt, es ist, dass wir mindestens von jedem einen drin haben. Das wäre halt super. Was richtig super wäre, wenn ich sag jetzt mal so, was richtig geil gewesen wäre, ja, jetzt hier, dass die wir jetzt hier, die Assassinen, die wir jetzt hier zuordnen, je nach Rang, auch hier diese Missionen machen, zum Beispiel. Ja, und wenn ich jetzt sage, hier habe ich jetzt das und das. Und die machen einfach die Mission. Ja, dass ich jetzt nicht nochmal extra hier ihn jetzt hier losschicken muss, um diese Mission zu machen. Ah, okay. Ah, jetzt... Ah, das sind die Assassinen aus der Stadt. Okay. Also hat man dann, so wie ich jetzt, wie ich das jetzt gerade sehe, einen Stadtverwalter, der anscheinend die EP bekommt oder sonst irgendwas, ja.
Und dann kann man hier die Assassinen selber auch noch losschicken. Da steht ja Stadtassassinen für diese Mission. Zum Beispiel. Machen wir doch einfach mal hier. So. Einen Advokaten eliminieren. So, auswählen. Und dann nehmen wir jetzt die Stadtassassinen. So, einer bleibt anscheinend immer als Grund. Und einen zweiten können wir auswählen. Prima. Das, ja, das ist doch cool. Dann bringen die mir doch Geld. Ah. Okay. Jetzt wird langsam ein Schuh draus, jetzt blicke ich auch langsam durch. Das sollten wir ausbilden. Haben wir da jetzt hier in der Stadt... Ah, den haben wir eben gerade auf die andere Mission geschickt. Okay. Da muss ich das nächste Mal drauf achten. Einer bleibt immer als Grund drin und der Rest sind dann eben diese Stadtassassinen. Okay. Die können wir dann auch noch einsetzen. Hier haben wir jetzt auch noch drei. So, hier zum Beispiel Spion. Ja. Hier zum Beispiel Ah, seht ihr? Zack! Den aus der Stadt genommen. Fertig. Erforderlich, erforderlich. Nein. Das wird er nicht schaffen. Händler verteidigen. Da können wir ihn hier schicken. Okay. Oh, da können wir ja... Da kann ich ja jetzt die Mission mit diesen Assassinen machen. Ja, seht ihr, die sind jetzt komplett unterwegs. Ah, okay. Das ist echt super. Das hier zum Beispiel. Unser Malwurf finden. Ja, 900. Keine Stadtassassinen. Schicken wir ihn los. Das ist echt super. Also das... Da können wir ihn jetzt hier auswählen. Und zack. Dann haben wir immer jemanden, der halt die Stadt kontrolliert. Und die anderen Assassinen können wir immer losschicken. So wie ich das gesehen habe, können immer 6 Assassinen jetzt in eine Stadt. Hier zum Beispiel Damaskus. So, die sind alle unterwegs. Damaskus. Da haben wir nicht genug Geld, aber wir können vielleicht das hier machen. Damaskus Ausbau. Stadtassassinen. Der würde nicht gehen. Okay. Die sind auch unterwegs. Alles klar. Dann wird doch langsam ein Schuh draus. Die können dann selbstständig diese Mission machen. Und ich habe dann immer... Kann dann immer... die 6 Assassinen, die ich jetzt hier in der Stadt brauche. Oder im Endeffekt sind es ja dann 7 Meisterassassinen, die ich jetzt hier in dieser Stadt habe. Habe ich dann immer dauerhaft da. Und von den 12 Assassinen, die ich habe, kann ich dann immer noch... die anderen wegnehmen. Ah, okay. Das ist echt interessant. Aber da muss man erst mal dahinter kommen.
Wir haben jetzt natürlich wieder haufenweise frei. Ja, wie gesagt, also... Hey, immer auf die Kleinen, was? Wenn ihr etwas dagegen habt, solltet ihr bereit sein, es mit diesen Fäusten aufzunehmen. Das ist kein Spiel. Lass ihn los! Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Ja, da werden wir jetzt Alexandria komplett ausbauen auf 6 Assassinen. Ich will nicht sterben. Die dann schön und gemütlich tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Skorpion. Sicher wie der Selbstjustiz. Warum tut die Wache nichts dagegen? Ihr versteckt euch unter einer Kapuze? Rennt um euer Leben! Ich bin wirklich unschuldig! Oh, weia! Ich muss gehen! Schnell! Ich bin. Oh, weia, ich muss gehen. Schnell! Ich gebe auf. Gnade, was habe ich getan? Weiter so. Ich will nicht sterben. Heilanet, Zeit zu gehen. Lauf, warte ab, nach Hause! Lauft, lauft! Steht mir nicht im Weg! Okay. So eine Scheiße zu tun haben! Ich will nicht sterben, bitte! Ich bin unschuldig! Wo ist wieder Edward? Als ich sah, dass wieder mehr Pilger in die Alpen kehren. So sag ja denn. Ja, im Endeffekt wäre es halt richtig praktisch, jetzt die Assassinen-Gilde komplett aufzubauen. Oh weh, bloß weg. Ja, ich meine, wenn ich jetzt ein paar Folgen davon mache, ist, meines Erachtens ist das für mich okay. Ja, also... Schmerzen wie die euren können schließlich nur besser werden. Also wie gesagt, also das ist eigentlich richtig genial. Wenn ich jetzt ein... Ich weiß nicht.
Soll ich vielleicht ein paar Teile noch machen? Also ich würde gerne noch ein paar Teile mit der Assassinen-Gilde machen. Ich komme gerade so dahinter und würde das gerne so weiterführen. Ja, also jetzt nochmal 4 rekrutieren, die Städte verweisen und dann eben das so machen. Also ich weiß nicht. Also ein Assassine ist immer der Hauptassassine und dann die anderen 5 können wir immer einsetzen. Was natürlich super ist für die Städtemission. Dann brauche ich meine Assassinen-Gilde hier gar nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Das ist halt wirklich richtig gut. Natürlich haben wir auch noch die Meister-Assassinen-Mission von den einen. Da würde ich aber gerne noch auf den anderen warten. Warum wird mir jetzt hier der Typ angezeigt? Da würde ich gerne noch auf den anderen Assassinen warten. Bis der auch soweit ist und dann mache ich wieder 2 Teile mit einmal. Das wäre doch... Im Endeffekt wäre das doch super. Hier haben wir die Debis-Gilde, die haben wir auch noch nicht gemacht. Seht ihr? Also wir haben auf jeden Fall noch einen Haufen Missionen übrig. Aber ich muss erstmal meine Assassinen-Gilde wieder ein bisschen voll bekommen. Ich weiß nicht. Ich würde das auch offscreen machen. Also das ist jetzt nicht das Problem, das Ganze hier offscreen zu machen. Aber im Endeffekt geht euch ja dann ein Teil vom Spiel verloren. Jetzt sage ich, mache jetzt... ich meine, gut, Rekruten auffüllen und sowas. Wenn ich das jetzt offscreen mache, also jetzt offscreen mache, ich denke mal, das stört weiter keinen. Obwohl, ja, vielleicht passiert ja aber irgendwas anderes oder ich stolper irgendeine Mission oder ja, das seht ihr und dann ist die Mission wieder weg. Wie sehen wir mal die hier oben an? Gucken wir mal, ob wir da rechtzeitig hinkommen. Noch so ein slawischer Söldner? Hat er den verstanden? Sehr geschickt. Ja. Das ist eben die Frage. Ja, würde euch es so gefallen, wenn ich das natürlich so mache, wie ich es jetzt gerade mache? Oder sagte er, macht das lieber offscreen? Schreibt es mir einfach in den Kommentare. Ja, also ich lese mir natürlich die Kommentare durch. Ist ja immer so eine Sache, ja. Wenn man das jetzt offscreen macht, geht euch natürlich ein Teil vom Spiel verloren. Muss man ja auch dazu sagen. Ja, also. Da kann ich ja dann im Endeffekt euch komplett einen Stuss erzählen, ja, also. Okay, was ist hier oben los? Dass unser großer Sultan Bayezid eine Strafexekution... Denkt besser gar nicht dran. Ah, seht ihr, die Mission ist auch schon wieder weg. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Immer kurz davor und bevor ich bei der Mission bin, ist er weg. Sollen wir diesen Vorfall
So. Ich probiere jetzt mal diese Mission. Da unten. Und dann schauen wir doch mal nach. Ah, hier sind natürlich die ganzen Seile. So. Ja, wir brauchen. Im Endeffekt brauche ich jetzt eigentlich nur noch wieder neue Rekruten. Was weißt du darüber? Rettet euer Leben! Nein. Gnade, Gnade, bitte lass mich leben. Verflucht! Sterb! Okay. Was? Sterb! Sterb! So. Ihr seid nicht allein, Arkadashin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Okay, die haben wir rekrutiert. Mach mal hier gleich noch die nächste. Oh, komm mal nicht. Ach Mann, komm. Bevor sie weg ist, die Mission. Komm, 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 komm. Steh auf. Steh auf. So, Bürger helfen. Da oben steht er. Komm von der Kante weg. Was kommt denn dazu, sich so aufzuführen? Ja, los! So, dann haben wir wieder zwei neue Rekruten. Stärkt mit eurer Hand und eurer Stimme die Reihen der Opposition. Das werde ich. Ich bin begierig, für etwas Größeres zu kämpfen. Auf jeden Fall. Okay. So, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Thank you.